Yo Leute, was geht ab? Mucka hier wieder am Start und ja, willkommen zu einem Mittwochs-Vlog. Diesmal von meinem Aufnahmezimmer, sag ich mal. Ich bin zu Hause. Wieso? Ganz einfach, es ist früh. Ich bin noch mega verschlafen. Das Video muss kommen, denn ihr wisst ja, ich streame zurzeit jede Nacht oder jeden Tag und Nacht, sag ich mal. Und das ist ein bisschen schwer, so alles hin und her zu bekommen. Deswegen bin ich schon zu Hause und heute ganz schnell vier Themen. Ihr habt es wahrscheinlich schon in der Videobeschreibung gelesen, aber ihr könnt es auch wahrscheinlich sehen. Na, na, was kann es sein? Es ist ein Mucka-T-Shirt. Ich hab's geschafft. Nee, das ist provisorisch gemacht für die Gamescom, sage ich mal. Sieht ungefähr so aus. Ich kann mal aufstehen. Von der einen Seite, von der anderen Seite haben wir gemacht. Mucka, auch ein paar Mods haben auch ein paar Namen hinten draufstehen. So werdet ihr uns auf der Gamescom erkennen. Ja, wir kommen zur Gamescom und zwar am Donnerstag werden wir da sein und am Samstag werden wir da sein. Würde auf jeden Fall mich freuen, wenn ich den einen oder anderen von euch dort begrüßen könnte. Zu dem T-Shirt-Shop. Also, wenn ihr so ein T-Shirt haben wollt, mit nur einer Seite, nur mit dem Logo, für die Gamescom oder für zu Hause, Link unten ist in der Beschreibung. Ist ein. Also, ich möchte da wirklich geiles Design machen. Ich hatte bisher noch sehr wenig Zeit. Da werden noch geile Designs kommen. Bisher nur einfach provisorisch. Ein, zwei. Ja, ein, zwei Designs. Zweites Thema. Muss ich nochmal sagen, einfach, ich streame zurzeit jeden Abend und ich muss sagen, ihr seid einfach die Allergeilsten. Mir fallen einfach keine Wörter ein. Ihr seid einfach die Allergeilsten. Twitch hat mich gestern angeschrieben, hat mir die Partnerschaft angeboten. Das bedeutet, wir bekommen bald sogar bessere Server. Das heißt, von Anfang an Qualitätsauswahl, Premium-Server, keine Lags mehr. Hunderttausendfach, vielen, vielen Dank. Auch an die ganzen Donates von Skins und so, von der Community, für die Community. Welcher andere YouTuber hat schon so eine Community? Ihr seid einfach nur die geilsten, Mann. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Dann Thema Nummer 3. Viele Leute sagen, spiele mal Origins, spiele mal Origins. Wollten wir, fanden mal ein bisschen langweilig. Jetzt hat aber gestern, beziehungsweise vor 14 Stunden, kam ein Origins Post von der, oder beziehungsweise von der Official Facebook-Seite. Link ist auch nochmal unten in der Beschreibung. Es kommt jetzt ein kleines Trader-Update und zwar das bei Origins. Ihr habt richtig gehört, es gibt ja diesen Taviana-Zoo unten auf der Insel. Da werden jetzt ein paar NPCs oder da kommt eine neue Insel dazu, wo NPCs gestrandet sind. Ja, und dort kann man traden, ähnlich wie bei Epoch, nur man tradet nicht mit Gold oder mit einem Währungssystem, sondern man kann den Händlern ein Item anbieten. Beziehungsweise man sucht sich erstmal ein Item raus vom Händler, welches man haben möchte. Dann bietet man ihm Items an und wenn der Händler das für würdig, also vom gleichen Wert aus hält, dann wird er diesen Handel akzeptieren. Finde ich, ich weiß noch nicht, was ich dazu sagen soll, weil Origins war für mich immer so schwer zu erfahren. Also das war so ein Mod, wo man die Sachen schwer erfahren konnte. Macht das Ganze jetzt ein bisschen einfacher. Aber muss man mal gucken. Also auf jeden Fall tun die was, das ist schon mal gut. Und dann werden wir das auf jeden Fall anspielen. Wir werden auch dieses System zeigen. Dazu muss man sagen, die Admins können einstellen bei den Servern, ob sie diese Handels, ja, ich sag mal, Script erlauben möchten oder nicht. Also man kann es aktivieren oder deaktivieren als Admin. Und man kann auch einstellen, ob das eine Safe Zone ist oder nicht. Also ob man da klauen kann, ob man da töten kann, sowas. Da muss ich aber auch dazu sagen, wir wissen ja, Epoch laggt sehr viel und das liegt sehr oft an den Handelsscripts. Also. Muss man gucken, ob Origins auch anfängt zu laggen. Ich weiß es ja nicht, ich weiß es ja nicht. Bisher, also ich bin auf jeden Fall gespannt. Ich finde es auf jeden Fall gut, dass allgemein DayZ Arma 2 Mod weitergearbeitet wird. Da kann ich aber noch dazu sagen, auf der Experimental von der DayZ Standalone sind endlich Zelte gekommen. Das heißt, man kann jetzt Sachen farmen und sie auch lagern. Das ist ein super, super, super Daumen nach oben. Das ist einer von den drei wichtigen Aspekten, die ich für richtig halte, um die Standalone spielbar zu machen. Einmal, dass man Sachen irgendwie safen oder farmen kann, dass man ein Ziel hat. Weil jetzt ist es ja so, du läufst, sammelst dein Gear und dann war es was. Du hast nichts mehr zu tun. Jetzt kannst du dir die Sachen safen. Das ist eine gute Sache. Zweitens, du kannst das ganze, der ganze Modus oder der ganze Spieleraspekt wird jetzt in den Norden gezogen, weil die Leute diese Zelte natürlich suchen wollen und dort auch platzieren. Finde ich auch nochmal super. Ja, und die anderen zwei Aspekte wären zum Beispiel, dass es Zombies, also wirkliche Zombies geben sollte, die sich auch wie Zombies benehmen. Aber soll ja auch demnächst kommen. Und ja, dann haben wir noch ein viertes
viertes Thema. Ich weiß nicht, wieso ich so gemacht habe, aber wir haben noch ein viertes Thema. Ist nur kurz und knackig. Es gibt einen neuen League of Legends Champ. Link ist unten in der Beschreibung. Ist so ein kleiner Zwerg mal wieder, der eine Wutleiste hat. Wenn er die voll hat, kann er sich mit der nächsten Attacke verwandeln in ein Monster. Ich kann euch empfehlen, hört euch mal die Sounds an, die der gibt. Link ist unten in der Beschreibung. Skills her, alles, ja. Erinnert mich alles an andere Skins. Passive von Jax, Sylvia Boomerang, sowas halt. Also nichts Besonderes. Aber mal schauen, ne? Mal schauen. Muss man mal testen. Deswegen, Leute, das war's auch schon für heute. Heute Abend kommt wieder mal ein Stream. Mal gucken, was. Ich denke CSGO. Ja, ich gehe jetzt die Standalone aufnehmen mit Perry und Fabi. Deswegen, Leute, danke fürs Zuschauen. Haut rein. Bis zum nächsten Mal.